Die Idee kam 2004 in Zürich, ist sie entstanden, und dann haben wir einen Automat aufgestellt als Projekt, als Nebenprojekt hier um die Ecke am Weinbergsweg, Rosenthaler Platz. Und dann hat sich das im Laufe der Jahre, ist immer größer geworden. Da haben wir eigentlich in ganz Europa dann verschrottete Automaten aufgekauft sozusagen. Ja, die standen ja schon draußen, so in irgendeiner Halle, in irgendeinem Industriegebiet. Das eine erinnere ich mich in Madrid. Und da waren halt Tauben nisteten da drin. So war das. Also das war jetzt nicht gerade abgestellt, sondern die standen da schon. Das bauen wir alles. Das Dach ist von uns gebaut. Der Name ja auch. Wir heißen ja auch Fotoautomat. Also das ist jetzt unser Firmenname. Genau, die Schilder, das machen wir alles. Und auch die Verkleidung außen, dieses Metallische und so. Ja, ja, das ist alles von uns. Ja, Sie bekommen ein Foto in guter Qualität, ein Original. Echtes Foto, was entwickelt wird und wo es keine Kopie gibt, kein Negativ oder ist ja nicht digital gespeichert. Naja, jetzt ist, also am Ende leben zehn Leute von dem, arbeiten für das Unternehmen und leben davon. Also es ist ein kleines Unternehmen. Ja.